Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem fantastischen Kochsimulator, den ich übrigens wirklich sehr fantastisch finde. Wir müssen mal ganz schnell Kartoffeln aufsetzen, denn ja, wir haben auf einmal jetzt zwei Bestellungen gleichzeitig. Also für all diejenigen, die Köche sind und sich gesagt haben, oh, der Garderobe, immer nur eine Bestellung gleichzeitig, das ist ja voll langweilig, voll unrealistisch. Ja, was soll ich sagen? Jetzt geht's voran, ne? So, wir machen mal direkt dann hier Kartoffeln für zwei. Wenn wir natürlich zu viel vorkaufen. Das ist natürlich auch ein Problem, ne? So. Gut, das ist das. Das andere, was die Kunden haben wollten, war Tomaten. Was macht der Fisch? Der Fisch brennt an! Der Fisch brennt an! Teller, 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 Teller. Ja, wir kommen. Oh, ich kann nicht laufen. Ich kann nur gehen. So, wo ist mein Pferderadieschen? Hier. 5 drauf. So, dann, was war das noch? Zitrone in 4 Teile. Das ist, das trifft sich hervorragend. Die haben wir nämlich vorbereitet. 1, 2, 3, 4. Und hier, ne? 1, 2, 3. Ich bin ja mal gespannt, wie das denn aussieht, wenn wir diese Rezepte noch verfeinern. Das geht ja auch. Ja, was da dann aber rumkommt. So. Und wie schmeckt's? Yes. 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 Und Beschwerden? Okay, schlechte Schnitttechnik. Alles klar, kann ich nicht. Okay, die Tomatensuppe müssen wir gucken, dass wir die fertig bekommen. Die Tomatensuppe brauchen wir gar nicht gucken, dass wir die fertig bekommen. Wir haben ja noch welche. Und zwar 2 Töpfe. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir die kalte Suppe anbieten. Pass auf. Und das Ganze in der Kasserole. Wenn wir mal 300 Milliliter irgendwie rauskriegen. So. Stell mal hin. Suppe. Ist ja nicht so, als wenn wir hier überfordert wären in der Küche. Ja, gibt es Beschwerden? Ich weiß es nicht. Client ist happy. Die Temperatur, ja, habe ich mir schon gedacht. Haben sie gemerkt. So, Kartoffeln sind gar. Können wir ausstellen. Kartoffelwasser. Okay, Lachs. Lachs. Lachs ist kein Problem. Da sind wir ja moralisch flexibel. Schmeißen wir mal drauf. Schawupp. Dann 2 Kartoffeln. Wobei, jetzt haben wir mal Zeit, ne? Ich würde mal gerne gucken, was passiert, wenn wir... Ach, die Kartoffeln. Die Kartoffeln können wir nicht schneiden, wenn die da drauf sind. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Denn, ja, wir können ja die Rezepte verfeinern. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil der Verfeinerung darin besteht, zum Beispiel dann Kartoffeln zu schneiden und so, weißt du? Und dadurch gibt es dann natürlich auch wieder bessere Bewertungen. So, ich hoffe nur, dass es nicht kalt geworden ist. War hier noch irgendwas mit Dekoration? Nee. So, die Kartoffeln machen natürlich das Steak jetzt warm. Mahlzeit! Ja, Mensch, so kann es weitergehen. was? Sour Cream? Nicht genug Salz?
Zu kalt. Ja, okay. Also da müssen wir. Es wäre natürlich cool, wenn wir da so eine Warmhalteplatte hätten. Darf ich den jetzt auch mal unsere neue Kürbissuppe machen oder darf ich den Zuschauern neue Rezepte zeigen? Nein, wir machen jetzt nicht schon wieder dasselbe. Wir zeigen den Zuschauern jetzt erstmal neue Rezepte. Da kannst du mal ruhig warten, lieber Kunde. So. Also, was nehmen wir als nächstes? Wir haben 41 Mützchen. Das Filet ist dann immer gleich, ne? Das heißt, wir könnten das theoretisch dann nochmal aufwärmen. Obwohl, Filet sollen wir der Fisch machen, die ganzen frisch machen, aber die anderen Sachen können wir, glaube ich, irgendwie. Der hat natürlich jetzt rausgeschmeckt, dass auf unserem Brettchen ein leichter Transfer von Sachen stattfindet, ne? Was ist das denn hier Leckeres? Also mit Spargel. Das nehmen wir mal. Und da brauchen wir. Okay, Spargel müssen wir dann auch kaufen. Gut. Aber was Neues. Sehr gut. Nein, wie zwei Bestellungen. Hey, weißt du was? Da machen wir jetzt die neue Bestellung. Also die mit der neuen Suppe. Damit ihr mal wisst, wie das geht. Also Chicken Broth. Chicken Broth. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr am Herd. So, Chicken Broth. 500 Milliliter. Da können wir also auch nicht mehr hier einfach 700 aufsetzen, weil hier braucht man eine andere Menge von der Plörre dafür. Junge, Junge, langsam wird es stressig hier, muss ich echt sagen. Aber es macht Spaß. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass wir das mal in Ruhe spielen können. Damit wir uns die ganzen Rezepte angucken. Und wenn ihr dafür seid, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare, weil das geht. Wir könnten das machen. Damit ihr spätestens für die nächste Staffel dann berücksichtigen. So. Salz, Kürbis, Zwiebel. Okay, jetzt kommt unser Kürbisding hier. Wir haben ein bisschen mehr Brühe. Das heißt, wir nehmen auch ein bisschen mehr Kürbis. Das sieht hervorragend aus. Das sieht genauso aus, als wäre das so gewünscht. So, und dann noch eine Zwiebel. Mhm. Das ist praktisch, ne? Also ich glaube, viele Köche beneiden mich. Wenn ich eine Zwiebel aus dem Regal nehme, dann ist die schon geschnitten. Geschält. So. Da rein damit. Und hier nochmal. So, hervorragend. Schalupp. Und bla 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 bla. 90 Sekunden. Das kriegen wir hin. So, Cream dazu. Gut. Sollen wir denn wirklich noch da versuchen, den Fisch zu machen? Ich meine, das können wir versuchen, ne? Aber es ist halt. Wäre halt nicht schön, wenn der uns hier da durchgeht. So fünf. Das war wieder. Pfeffer, Thymian, Dill. Und Pfeffer, Dill. Oh oh. Das ist. Ne, Thymian haben wir schon drauf, ne? Etwas Salz haben wir schon vom Brettchen drauf. Das ist auch sehr praktisch. Also, wer auch immer das geschrieben hatte mit dem Marinieren, der hatte recht. Genau so wird es passieren. So. Und dann würde ich sagen, ab in den Ofen damit. Dann kann der schon mal vor sich hin brutzeln. Na, geh rein. Geh rein. Oh, jetzt soll er genau die richtige Stelle treffen, oder was? Willst du mich veräppeln? Nehmen wir mal das hier raus. Warum geht das nicht? Hallo? So, was macht unser Kürbis? Oh, 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 oh. Die Zwiebel ist zu lange. Das könnte natürlich zu Problemen führen.
So, dann Sour Cream. Wie viel muss denn in die Suppe rein? 150. Und hier nochmal. So. Ich glaube, das mit der Kasserolle, das ist eine ganz gute Idee. Können wir auch mal einen tiefen Teller nehmen. Da haben wir noch bessere Chancen, dass wir da gerade schütten, sozusagen. So, was ist mit dem Fisch? Der ist angebrannt, hervorragend. Das kann ich auch nicht rausnehmen. Oh. Komm her, Fisch. Ah, ich rette dich. Alter, ich dreh durch. Oh, Mann. So, warte mal. Hier, Teller. Suppe, wie viel? 300. 300. So, dann wieder auf den Ofen. Vielleicht zählt das ja auf den Ofen zu stellen als Wärmhaltefunktion. So, und damit haben wir unsere erste Kürbissuppe. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Dann bin ich mal gespannt, wie den Gästen das mundet, denn das ist ja auch ein schwierigeres Rezept. Schabub. Fisch ist auch gleich fertig. Überhaupt kein Problem. Yes! Boah, 12 Punkte dazu bekommen. Beschwerden. Ja, nicht Temperatur, nicht zu lange drin gewesen und die ganzen Zutaten vom Brettchen haben wir auch mal mitgenommen. So, wie war das jetzt noch? Genau, hier fehlt jetzt noch, wir müssen den noch eben Horseradischen. Wo ist er denn? Ah, hier. Ja, wir sind in der Overtime, ist ja gut. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann müssen wir den noch Zitronen. Da müssen wir jetzt ganz ruhig bleiben. So. Jetzt haben wir eine Zitrone mit Pfeffer und Salz und allem drum und dran auch noch. Ups. Eieiei, wie meine Küche aussieht, ne? Das darfst du ja auch keinem erzählen. So, und dann kam da noch, genau, dann kam noch Parsley dazu. Dann nehmen wir jetzt ausnahmsweise mal hier so einen Teller. Der ist aber teurer, ne? Wir sollten einfach die billigsten Teller nehmen. Dann haben wir mehr Bang for the Buck. Dass man die jedes Mal neu kaufen muss, ist echt komisch. Nehmen die Gäste die mit als Andenken oder was ist hier los? Huch. Hallo? Ist der Teller gerade weggeflogen? Wo wollte der denn hin? So, 1, 2, 3. Hervorragend. So, hier schnell raus. Ist überhaupt nicht angebrannt. Nein, nein, der ist gut. Ich habe keine Zeit für die Bewertung. Ja, Realization Time. Ja, ist ja gut. Beschwerden. Ja, Geld zurück. Alles gut. Dafür hat er den teuren Teller jetzt gekostet. So, die Pfanne, die sieht hervorragend aus da unten. Was wollte ich? Genau, wir müssen ein Filet noch machen. Alter Schwede. So, Filet. Oh, wir müssen das Brettchen sauber machen. Das geht so nicht. Warte mal, zack. Wie können wir das denn? Hallo? Wie ging das jetzt? Ah, so ging das. Move vertically, horizontally. So, einmal hier die ganze Küche unter Wasser setzen. Hervorragend. Gut. Wo ist mein Filet? Hier ist mein Filet. Zeit wird's. So, was war das? Da, gut, dass wir die Kartoffeln noch haben. 5 Salz, 5 Pfeffer. 5. Ja. Sehr gut. Pfanne. Advanced Controls. Runter, rüber, sauber machen, auskippen,
So, jetzt die nasse Pfanne auf den Herd stellen. Das ist immer eine besonders gute Idee. Ein bisschen Öl dazu. So. Ja, und ob wir das noch retten können, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Und ihr seht, es wird anstrengend. Wir müssen also jetzt auch mehr Rezepte gleichzeitig machen. Hilfe! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!